So, hallo alle zusammen auf dem Fahrradkanal. Ja, es ist jetzt knapp 14 Uhr. Ich hoffe, ich schaffe mein Türchen heute noch, bevor die Dunkelheit einbricht. Ist heute der 17. Dezember, ein Sonntag. Ja, und hier unten an der Rheinschiene bin ich jetzt runtergefahren, hier in der Nähe vom Elbsee bei Düsseldorf, also zwischen Düsseldorf Zentrum und grob Düsseldorf-Benrath. Bin ich jetzt hier runtergefahren, um mein Türchen hier zu starten. Nur eine kleine Trainingsrunde von 25 Kilometer circa. Es geht am Schloss Benrath vorbei, dann geht's durch ein Naturschutzgebiet, wieder Odenbacher Kempe und dann geht's wieder Richtung Elbsee. Also nur eine kleine Runde und bei der Gelegenheit wollte ich dann auch mal mein Mikrofon testen. Das müsste jetzt hier der Kanal links sein, also ein Stereokanal. Und das andere Mikrofon, das ist jetzt der Kanal rechts hier. Ich hoffe, das kommt an und ich wollte die beiden Mics hier mal als Set hier testen. Ich tue die euch mal jetzt hier von nahen zeigen. Ich komme mal zur Kamera. Genau, das sind hier die Synco G2. Genau, so sehen sie aus. Ich hoffe, man sieht's. Ich hoffe, ich bin nicht zu nah dran. 1, 2, 3. Genau, und der Empfänger, der ist jetzt da an meiner Kamera eingestellt bzw. angestöpselt per Klinkenstecker an der DJ Pocket Kamera. Ja, wie gesagt, ich wollte das hier auch mal ein bisschen mehr Räumlichkeit auch vom Ton reinkommt und genau aus dem Grund wollte ich das testen. Man kann hier auch externe Kondensatormikrofone dran anschließen und ja, aber ich will erstmal testen, wie die eingebauten Mics funktionieren. Es ist so ein bisschen weniger Kabelgedöns. Wie gesagt, hier müsste der rechte Kanal sein und das hier müsste der linke Kanal sein. Genau, und die haben ja einen Puschel oben drauf und von daher dürften die Windgeräusche auch nicht allzu doll sein. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das klappt jetzt und jetzt werde ich mich auch auf den Weg machen. Und damit ich die Runde noch schaffe, bevor die Dunkelheit einbricht, so ab 16 Uhr wird es ja auch meistens dunkel. So, okay, ja, dann schauen wir mal. Ich muss jetzt mal überlegen, wo ich das Mikrofon hinmache, das eine hier. Schauen wir mal, dass der Puschel sich da nicht von dannen macht. So, okay, das andere Mic versuche ich jetzt mal hier oben bei mir. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie weit das Mikrofon hier vom Senden her funktioniert. Ob das hier auch noch klappt. Alles klar. Ja, hallo, jetzt hier auch noch mal vom Schneidetisch. Ich bin jetzt hier schon im Video auf Tour. Und zwar radel ich jetzt eigentlich gerade schnurstracks Richtung Menzelsee und hier bin ich eigentlich dann abgebogen und fahre jetzt hier zwischen Menzelsee und Elbsee vorbei. Hier zur Linken seht ihr den Menzelsee und hier zur Rechten, da wo das Naturschutzschild war, da geht es auch zu einem Aussichtspunkt am Elbsee und hier im Video geht es jetzt auch schon auf der Hauptstrecke der rechtsrheinischen Eisenbahn drunter her, die zwischen Düsseldorf und Köln eine Hauptstrecke darstellt. Ja, leider, wie gesagt, durchtrennt diese Bahnstrecke diese
zwischen Köln und Düsseldorf, dieses schöne Waldgebiet hier. Das ist hier der Hasseler Forst und auf der nördlichen Seite die Erweiterung der Dreiecksweiher, also gebildet durch den Elbsee und dem Menzelsee. Aber was will man mehr verlangen? Wenigstens eine Unterquerungsmöglichkeit in diesem großen Waldgebiet. Ja, dann ging es hier auch weiter, immer Richtung Schloss Benrath, beziehungsweise Benrath als Ortsteil. Und man sieht ja hier dann auch mal dieses schöne Schattenspiel im Wald mit den Bäumen an diesem dritten Advent, an dem 17.12.2023. Ja, hier muss ich dann auch nochmal die Autobahn unterqueren. Einmal die A59 müsste das sein. Und dann geht es hier auch schon ein wenig durch die bewohntere Gegend. Ich habe dieses Stück mal hier komplett im Video drin gelassen, damit man mal sieht, hier endet jetzt eigentlich die schöne grüne Zone. Und ja, man muss dann bis zum Zentrum, also die Fußgängerzone, bis nach Benrath rein, wo die Fußgängerzone ist, so circa 1 Kilometer fahren. Ja, hier an vorher, kurz vorher an der Schule vorbei. Und dann natürlich auch nochmal die Bahnstrecke unterqueren. Und eine Schnellstraße, die Münchner Straße, ist das wohl gewesen. Ja, das ist dann so ein komplettes Paket, was da so untertunnelt ist. Und jetzt geht es auch schon hier weiter rein, richtig in die Benrather Innenstadt. Wie gesagt, ich habe das hier mal durchgehend ein bisschen drin gelassen. Ihr seht hier, Fußgängerzone fängt hier schon an. Ja, Sonn- und Feiertags wohl frei, 24 Stunden. Aber wie gesagt, falls ihr das mal nachradelt, achtet darauf, werktags ist hier zu bestimmten Uhrzeiten, nämlich genau dann, wenn die Geschäfte aufhaben, darf man hier leider nicht mit dem Fahrrad hier fahren. Und ich bin hier schon reingefahren in die Fußgängerzone und tatsächlich ging da ein Polizist her. Und zum Glück habe ich mein Fahrrad geschoben, also passt gut auf, ne? Also das wird wohl hier auch tatsächlich streng kontrolliert. Ja, hier jetzt die ersten Buden vom Weihnachtsmarkt. Habe ich mir natürlich hier leckere Reibekuchen geholt. Nochmal ein Foto hier von den ersten Buden, die hier im Zentrum von Benrather Fußgängerzone sind. Wie gesagt, Bilder findet ihr auch weitere als Fotos unter dem YouTube bzw. unter dem Video auf YouTube. Ja, hier rechts sitzt man tatsächlich draußen bei diesen relativ milden Temperaturen. Und ich habe mal hier so ein bisschen Originalton dabei gelassen, um euch mal einzuspielen, wie die Mikrofone sich so machen. Musik.
Ja, ich habe, wie gesagt, das jetzt vorher mal mit dem Originalton so ein bisschen gelassen, damit ihr mal so einen Eindruck kriegt von den Mikrofonen, diesen Funkmikrofon-Set, den ich da mitgenommen habe, der in Stereo ist. Ja, das ist jetzt alles noch ein bisschen mit pumpenden Geräuschen. Ich glaube, dass ich die Verstärkung ein bisschen zu hoch eingestellt habe. Also ich denke mal, das wird bestimmt noch etwas besser gehen. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen übersteuert. Also so schlecht waren die Mikrofone nicht, als ich sie getestet habe vor der Tour zu Hause. Von daher, ich denke mal, das geht noch besser. Ja, jetzt bin ich hier, wie gesagt, weiter unterwegs, den Weihnachtsmarkt mit dem Rad. Das ist eigentlich nicht so schön. Von daher habe ich mich da jetzt auch nicht lange aufgehalten. Hier eine kleine Umleitung, die ich echt nicht so toll und prickelnd finde. Eigentlich braucht man die eigentlich gar nicht mehr fahren, weil die Straße ging nämlich durch. Ich hatte mir das dann noch angeguckt und mich gewundert, warum da die Umleitungsschilder noch sind. Naja, aber gut. Ja, ihr seht, jetzt mittlerweile noch relativ, ja, was wird es jetzt sein? Ich schätze mal so zwischen 14 und 15 Uhr, so um 15 Uhr. Ja, schon vielleicht 15.30 Uhr. Ja, hier rechts die Urnbacher Kempe. Ich blende jetzt mal eine Karte gleich auch ein. Das ist so das Gebiet. Hier seht ihr die Karte, das Schraffierte. Das ist so mal das, was ich meine oder denke. Hier nochmal eine Satellitenansicht, auch nochmal rot schraffiert, ein bisschen anders. Ja, weil ich kann das nicht so genau einschätzen. Ne? Ich habe ja keine Luftaufnahme, wie jetzt genau was da überschwemmt war. Aber nur damit ihr mal so ungefähr einen Eindruck bekommt, ja, was ihr da, welches Gebiet ihr jetzt hier so rechts seht vom Fahrrad aus, wo ich hier auf der, jetzt muss ich mal nochmal gucken, wie die Straße heißt. Baumberger Weg, genau, der war das. Also waren sehr viele ja, Touristen da unterwegs, die natürlich Schaulustige, die sich das da angucken wollten. Zum Glück war die Straße eigentlich abgesperrt, also der Baumberger Weg, der sich zwischen, also eine Verbindung darstellt hier zwischen Urdenbach, dem Ortsteil südlich von Benrath, und im südlicheren Teil hier zwischen Baumberg. Ja, ihr seht, jetzt bin ich hier unterwegs auf der Baumberger, auf dem Baumberger Weg. Mal so ein bisschen hier Landschaft, und natürlich kommt jetzt hier voraus auch die Absperrung für die Autofahrer. Wobei hier rechts jetzt natürlich das geht es zum zu der biologischen Station. Hier links seht ihr die, wo die Sonne gerade so noch drüber blinzelt, hier links biologische Station Haus Bürgel. Da ist auch, glaube ich, ein Museum drin oder ein Informationszentrum. Ja, und jetzt kommen hier so die ersten großen Pfützen. Ich habe gedacht, Mann, klasse, alles soweit trocken, alles gut, auch durch den Wald. Aber dann kamen hier doch noch richtig große Pfützen. Ja, Fahrradputzen, ne? Stichwort. Wenn es geht, versuche ich natürlich zu vermeiden, jetzt hier großartig Schlamm mir in die Kette und sonstige Teile hier zu fahren. Ja gut, man kann alles putzen, aber ja, jetzt wird es hier ein bisschen richtig mal schlammig. Das Schlimmere oder das noch viel Schlimmere daran ist, ja, man muss echt aufpassen, weil ich habe jetzt auch nicht unbedingt gerade Winterreifen drauf. Also mit den großen oder gröberen Stollen. Ich habe halt so einen Universalreifen, der ist ganz gut. Der ist auch ein bisschen grob poriger. Aber trotzdem, ihr wisst ja, ne, wenn es richtig schlammig ist, kann es richtig, richtig rutschig werden. Und da muss man schon
denke ich, ein bisschen aufpassen. Ja, hier gibt es dann auch noch den Campingplatz. Baumberger Campingplatz. Hier kann man auch draußen sitzen. Schön, wie ihr gerade gesehen habt. Ja, und dann gibt es hier so eine... eigentlich einen Verbindungsweg, der hier von dem Campingplatz dann zum Ort Baumberg geht. Der geht hier eigentlich links weiter an dem Schild. Aber leider ist der heute unter Wasser. Ja, wie gesagt, nochmal hier Fotos. Ich habe jetzt mal ein Foto. Die findet ihr, wie gesagt, auch in dem Komoot. Unter dem Komoot-Link, da wo die GPS-Tourendaten sind, wenn ihr denn das nachradeln möchtet. Oder ähnlich, wie auch immer. Ihr könnt ja auch die Touren euch als Vorlage nehmen und abändern, wie ihr mögt. Und ja. Ja, war mal ganz interessant, das Rheinhochwasser zu sehen. Stand heute, wo ich das Video gerade hier schneide, am 23.12. heute, also am Freitag, hat es auch wieder sehr viel geregnet in den Nachrichten. Könnte sein, dass der Rheinpegel wieder oder noch mehr steigt. Hier rechts, das hat jetzt eigentlich nichts mit dem Rhein zu tun, wo ihr gerade hier seht, links von mir. Das sind eigentlich, ja, es ist dieses Urdenbacher Altrhein-Gebiet. Und man kann schon sehen, das hat also keine direkte Verbindung zum Rhein. Und trotzdem bleibt da halt dann auch das Wasser stehen. Und daran kann man schon sehen, wie durchnässt oder wie stark der Boden hier eigentlich dann auch schon wirklich, ja, sehr nass geworden ist und eigentlich kaum mehr was aufnehmen kann. Ja, hier der Blick mal in dieses Altrheingebiet von einer Anhöhe, die hier extra aufgeschüttet worden ist. Hier am Garrater Mühlenbach. Und da konnte man geradeaus voraus vorhin sehen in Blickrichtung Baumberger Graben. Ich bin dann schon wieder hier unterwegs. Und es geht jetzt hier Richtung Nordosten grob. Ja, das Ordnungsamt auch mal hier unterwegs zu Fuß. Unterquerung wieder der Bahnstrecke. Ist ja ein kleiner Rundkurs sozusagen. Und von daher eigentlich sehr schön. Ja, hier komme ich dann auch auf der Frankfurter Straße hier vor Kopf gerade raus. Und ja, an dem Tag war tatsächlich, ich habe es jetzt auch noch per Text eingeblendet, E5168 an der Markenthalstelle. Ja, hier Schloss Garath rechts haben auch, glaube ich, am 2. und 3. Advent einen Weihnachtsmarkt und auch Weihnachtsbaumverkauf. Ja, ich radel jetzt hier weiter, um wieder in das Waldgebiet zu kommen. Jetzt bin ich schon durch die Wohnsiedlung hier durch. Und bin jetzt hier auch schon wieder in dem Waldgebiet. Ja, hier ist dann auch der Itterbach. Der kommt dann eigentlich so von Hilden runter und fließt dann so Richtung Benrath. Ja, hier diese Umfahrung an der Stelle. Man hätte da schön eigentlich an dem Itterbach eine Unterführung schön weiterbauen können. Naja, aber gut, das ist immer Wunschdenken. Also muss man hier die A59 unterqueren und dann sich
Gott sei Dank wenigstens auf einer Radschutzstreifen oder Spur hier am Buchholzer Busch, nennt sich das, und dann biegt man hier auf die B228 ein. Ja, hier hat man auch wenigstens so gut gemacht, dass man erstmal ein Stückchen rechts so eine kleine Schleife fahren kann und dann einen schönen Überweg, damit man hier auch relativ sicher die Straße überqueren kann. Ja, Benrather Forst sind wir hier jetzt schon wieder. Und es geht also wieder hier durch das Waldgebiet zurück. Hier denn, ich glaube, das ist am Schönkamp, war das, die Straße wieder überqueren. Und jetzt bin ich auch wieder hier an dieser Haupteisenbahnstrecke Nord-Süd-Verbindung. Es gibt ja zwei hier. Das ist hier die etwas nördlichere, nordöstliche gelegene. Hier biege ich jetzt allerdings mal ab. Auf dem Hinweg bin ich ja zwischen dem Menzelsee und dem Elbsee geradelt. Und dieses Mal wollte ich einfach mal südlich am Ufer des Menzelsees entlang radeln. Und tatsächlich, ich fand das landschaftlich noch ein bisschen schöner, eindrucksvoller. Hier, wie gesagt, zur Linken eine tolle Wiese mit, also Busch, Sträucher, Wiese, ganz toll. Ja, wie gesagt, dies ist ein kleines Weihnachts-Sondervideo. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, würde mich über ein Abo und Daumen hoch ganz besonders freuen. Wünsche euch frohe Weihnachten, und falls ich kein weiteres Video oder Sondervideo mehr mache, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Also, bleibt mir treu, winke, winke, bis zum nächsten Mal.